Chanubin, willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Info Video. Und zwar, tut es mir erstens mal sehr leid, dass die letzten Tage gar nichts kam, weil ich hatte 2 Tage Internetausfall, Telekom, lange Geschichte, gar keinen Sinn, ziemlich nervig. Egal, wer mir auf Twitter folgt, hat das mitbekommen und dank den coolen YouTube Stories, die ich direkt dafür missbraucht habe, darf ich das eigentlich auch wissen, aber, erst vorbei, ich habe wieder Internet, wie man sehen kann, und wir gehen heute darauf ein, wie auch nochmal sexy der neue Goku Black werden wird, weil, oh mein Gott, das ist eine ziemlich gute Karte geworden. Und auch wenn sie nicht ganz dem Bild entspricht, was ich mir persönlich ausgemalt habe, worüber wir geredet haben vor kurzem, es ist trotzdem nur schon, also, Props dafür. Es ist eine gute Karte geworden mit einem unnormal geilen Art, sowohl in der SSR-Form, die ich euch jetzt gerade zeige, als auch in der TOR-Form, die wir ja schon kennen. Und holy shit, das sind beides so gute Arts. Ich meine, hier ist die Pose ein bisschen lame, aber diese Idee mit fucking Goku noch so, Alter, und... Und hier ist es einfach, guckt euch das an. Meine, ich kann nicht an so, warum auch immer, aber... Holy shit, es sieht so unnormal gut aus. Aber ich möchte hier nicht ganz darüber diese Arts einfach nur fangirlen. Ja? Nein? Was euch interessiert, falls ihr es noch nicht gewusst habt, wisst ihr vielleicht schon, weil es ist auf Reddit, aber... Ich sag's euch trotzdem nochmal. Was kann denn der neue Goku Black und was ist denn nun seine Kategorie? So. Ich öffne euch das einfach mal, damit ihr euch auch selbst das schnell durchlesen könnt, falls ihr nicht wollt, dass ich euch das vortrage und erkläre, weil... Naja, ich tue es trotzdem einfach mal. Der Leader-Skill ist Traversers. Ich glaube, da sollte Traveler stehen. Traversers of Time and Space. Kategorie... Ja, Traveler sollte da stehen. Kategorie plus 3. HP Attack und Defense plus 150%, sprich Zeitreisenden-Kategorie. Nicht von der Future, sondern die, die selbst in der Zeit gereist sind. Okay, interessanter Weg, Bandai. Ich hätte echt gedacht, neben der Willen-Kategorie, die ich mir ausgedacht habe, gibt es nichts mehr, aber... Okay, Ki plus 3, 150%, lässt sich mitleben. Oder Extreme INT, Ki plus 3, HP Attack Defense plus 90%. Stabiler Leader-Skill. Ich weiß jetzt nicht genau, wie voll diese Kategorie sein wird, aber es... Naja, die ganzen Goku Black Charts werden wahrscheinlich drin sein, sprich, wir haben alle Rose drin, alle Merch Samas und alle... Er wird sich schon was mitbilden lassen, vor allem dank LR Goku Black. Die Superattacke ist der Black Powerball, die kennen wir schon. Die macht immensen Damage und Gritty raised seine eigene Defense. Lowert diesmal nichts, sondern raised. Interessant. Die Quote ist egal. Die Passive. Ziemlich interessant, gefällt mir ziemlich gut. Attack plus 40% at start of every turn. Maximal bis zu 120%. Sprich, nach 3 Turns, 40, 80, 120, ja, haut hin. Habt ihr euer Maximum erreicht? Gut, keine schlechte Idee. Kann ich mitnehmen. Und Critical Hit Chains plus 5% für jedes Mal, wenn er eine Attacke abbekommt, bis zu 40% erhöhbar. Dass die 5% jetzt nur sind, ist ein bisschen wenig, dafür müsst ihr jetzt schon, also 10% wäre mir lieber gewesen, aber nichtsdestotrotz, eine Critical Hit Chance, die wir da einfach free bekommen, nette Sache. Und Transform when conditions are met. Und das bedeutet, nach 6 Turns, ja, ist wieder so eine Limitierung von so und so viel Turns, ist kacke, aber okay, ich hoffe mal, Super Battle Road ist das trotzdem möglich. After 6 Turns und wenn ihr über 80% eures Lebens habt, verwandelt ihr euch in Super Saiyan Rose. Und dann sieht das Ganze anders aus, weil, okay, links hier übrigens könnt ihr selbst durchlesen und Kategorien. Die Super Attack ist dann Fierce God Black Kamehameha, was wir uns gleich nochmal ansehen werden. Die macht immensen Damage und greatly raise die Defense. Gut, kennen wir. Die Passive. Attack Boost von 150%. Sehr, sehr nice. Sehr schöner Boost. Gefällt mir beim Super Saiyan 4 genauso. Toller Boost. Aber es geht noch weiter. Und Critical Hit Chains plus 50%. Und Extreme Class Ellie's Key plus 3. Holy fuck! Wir haben ja also wieder einen Supporter, diesmal wieder nur im Key-Bereich, aber sowas, ja, darüber haben wir ja schon gestritten im letzten Video. Ist okay, kann ich mitleben. Eine Critical Hit Chains for free von 50%, was es quasi ja fast schon wieder gut macht, fast, dass er Dodge haben muss, weil er eine INT-Unit ist. Ich hasse es, dass INT-Units Dodge haben, LR Gohan, dieser Black hier und... Aber gut, er hat eine free 50%ige Crit Chains, Verzeihung, immerhin. Ist jetzt besser als gar nichts, gefällt mir sehr gut. Und er kriegt halt noch einen Attack Boost von 150%. Holy shit, das wird unnormal reinhauen. Holy fuck. Und die Kommentare darunter, sehr lustig. Leute haben tatsächlich schon gedacht, dass es eine Time Traveler Kategorie... Deutsch schaffe ich. Time Traveler Kategorie wird. Interessant, ich dachte tatsächlich, mein Ansatz wäre mit der einzig logische, aber... Reddit war mir überlegen. Und was wir uns jetzt angucken werden, sind die unnormal wunderschönen Super-Attack-Animationen von dem neuen Goku Black. Und zwar
Jetzt. Und zwar auf Twitter wurde das Ganze gepostet und ich habe es auch schon retweetet, aber gucken wir uns das einfach nochmal an, weil es ist einfach... Alter, es ist so gut geworden. Diese Animationen sind einfach so viel besser geworden in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob sie einfach gedacht haben, geben wir uns ein bisschen mehr Mühe fürs Weihnachtsgeschäft oder ob sie da irgendjemand Neuen eingestellt haben. Aber was auch immer sie sich da jetzt... Was auch immer sie geändert haben. Ungefähr seit Cooler. Ein Stück davor noch. Es ist einfach nur fucking Gold wert. Es ist Gold wert. Es ist einfach wunderschön. Diese neuen Animationen, alles daran ist einfach perfekt. Ich meine, sie halten sich ziemlich nah ans Original der Serie und es wirkt halt nicht einfach nur noch so wie zack, 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 wir resamplen da und wir nutzen da nochmal Samples, die wir haben und dies und das. Nein, es wirkt einfach wirklich so, als würden sie jetzt für jeden Char sich was einfallen lassen, was richtig, richtig schön ist. Ich meine, guckt euch das an, es ist einfach... Kann man denn irgendwie diese Animation hassen? Jetzt for real? Vor allem dieser Anfang hier? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kann man da irgendwas gegen sagen? Ich glaube ja nicht. Es ist eine wunderschöne Animation. Und das Ganze können wir morgen... Moment, ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Na gut, vielleicht sogar jetzt schon. Können wir schon selbst erleben. Das wird wundervoll. Und passend dazu werde ich am Freitag voraussichtlich... Am Freitag, ich könnte auch morgen, Donnerstag? Nee, morgen schaffe ich es wahrscheinlich nicht. Donnerstag oder Freitag, folgt mir auf Twitter, dann werde ich euch da auch nochmal up-to-date halten. Werde ich einen Summon-Stream veranstalten. Mit über 2000 Stones im neuen Goku Black Banner und einem Account-Giveaway, wie ihr es natürlich schon kennt. Es ist wieder ein Starter-Account von Tadek, den ich euch dann am Ende verlosen werde. Und ich hoffe, das wird gut laufen, weil dieser Goku Black ist einfach wundervoll. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, ich habe überlegt, lade ich auch einfach meinen JP-Account auf. Zum ersten Mal, ich werde nicht mehr Free-to-Play sein, würde das heißen. Und Summon selbst. Das weiß ich noch nicht, aber ich überlege. Ich überlege auf jeden Fall. Und das ist alles, was wir über den Goku Black wissen, weil das ist im Endeffekt auch alles, was wir wissen können. Ich meine, mehr gibt es nicht. Es ist eine ziemlich gute Karte und ich freue mich. Ich freue mich ziemlich. Und zum Abschluss möchte ich euch noch was mit auf den Weg geben, was nichts mit Goku Black zu tun hat, was ich aber gerade im Subreddit gesehen habe. Und zwar, it seems the drop rate for characters obtainable through Dokkan Awareness will permanently be increased. Ich meine, das ist jetzt nichts, wo ihr euch denkt, wollte ich jetzt wissen unbedingt, aber so 1% unter euch, Free-to-Play-Spieler unter anderem, oder auch einfach Leute, die SA's gerne farmen. Es ist eine ziemlich gute Sache. Meine Drop-Rates erhöhen ist immer eine ziemlich gute Sache. Also wollte ich euch das wissen lassen. Aber. Das war auch das Letzte, was ich euch sagen wollte. Ohne hier noch unnötig um den heißen Brei herumzureden, weil wir haben uns jetzt alles angesehen. Und es ist einfach Gold wert. Ich liebe den neuen Goku Black. Ich liebe seine Art. Ich liebe alles drum und dran um ihn herum. Ob ich mir jetzt haben werde auf JP? Wer weiß, auf Global. Wenn kein größeres Banner danach kommt, auf jeden Fall. Ansonsten aber würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich natürlich riesig freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Genauso auch ein Abo, wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, beziehungsweise die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vom Goku Black haltet. Seid ihr überwältigt, unterwältigt, findet ihr ihn einfach okay oder was habt ihr euch gewünscht? Lasst es mich wissen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Tschernobyl und ciao.